Hey Leute, willkommen zur fünften, zur letzten, zur entscheidenden Serie des Rocket Master Finales 2018. Der Sieger wird über 20.000 Euro mit nach Hause nehmen. Ich liege nach 4 von 5 Serien aussichtsreich im Rennen. Tisch 2 oder 3, ganz klar ist das nicht, denn alles ist maskiert. Keiner weiß genau, wie die Ergebnisse liegen. Eins ist aber klar, nachdem ich in der dritten und auch vierten Serie ein wenig eingebrochen bin, wird ein durchschnittliches Ergebnis nicht für ganz vorne reichen. Das bedeutet, ich bin auf Krawall gebürstet. Ich bin hier niemand, der auf das Halten der Platzierung spielt. Bei so einer steilen Preisstaffelung, da gilt es für mich jetzt eher alles oder nichts. Und ja, das bei so einem harten Spiel wie Skat kann zu Freude oder auch zu Frustration führen. Schauen wir also, was sich ergibt im ersten Spiel. Jedenfalls habe ich zwar die beiden Alten und ein Ass, das war es aber auch. Zusätzlich sind die beiden anderen Kollegen schon mitten im Reizvorgang verhaftet. Das heißt, da werde ich mich nicht mehr mit einmischen, wenn ich meine paar Sinne zusammen habe. Das wäre mit dem Kopf gegen die Wand oder durch die Wand. Das würde typischerweise nicht funktionieren. Und da kommt ein Nullouvert rausgepurzelt. Der sieht verdächtig geschlossen aus. Da können wir direkt aufgeben. Weiter geht's. Auch das zweite Spiel bietet natürlich gar keinen Anlass, 18 zu reizen, egal wie offensiv jemand nun eingestellt ist. Das ist einfach nichts zu gewinnen. Herz schauen wir uns an. Ersten Trumpf mitgenommen, nur die Lusche gefangen. Sieht also wieder mal wie ein sehr solides Spiel aus. Zumindest beide Trumpfvollen sind da. Pik Bube noch bei meinem Partner. Also es ist doch wohl höchstens ein Sechstrümpfer. Und tatsächlich ist es das nicht. Es ist hier nur ein Fünftrümpfer. Mein Partner hat auch noch die Trumpf Lusche dabei, also ohne 3, aber mit dem gesammelten Trumpf Mittelfeld, Ass, 10, König, Dame und dem Karo Buben. So, nun kann ich natürlich ungefährdet hier die Karo 10 spielen und prüfen, ob die läuft. Nein, läuft nicht. Stattdessen Kreuz Drilling an der Seite und dann logischerweise noch 2 Pik. Ja, hier hat mein Partner ganz offensichtlich einen Fehler gemacht. Trumpf war raus, dann wäre statt Karo Ass Ladung Pik Dame Ladung besser gewesen. Dann hätten wir diesen 7-Augen-Stich am Ende nicht mehr abgegeben, hätte Spieler 3 keinen Stich mehr bekommen. Allerdings mit Pik 10 im Keller und den Trumpfvollen verstochen, war das Spiel sowieso gewonnen. Ist nur so eine Kleinigkeit, die mir hier aufgefallen ist. So, und jetzt sind wir hier im dritten Spiel. Ein Schlüsselspiel, wie es so schön heißt, für so ein Turnier. Ich habe natürlich noch kein fertiges, noch kein komplettes Spiel, aber ich habe einen Ansatz und ich habe kein Herz. Ich habe 5-mal Pik, 4-mal Karo, ja, Pik, Ass und 10 dabei. Will ich mir damit einen einfachen Herz anschauen? Also jedenfalls, wie ihr seht, ich halte hier die 20 aus Mittelhand. Mittelhand passt und ja, dann geht so ein bisschen das Zittern los. Werde ich jetzt etwa dieses Spiel vortragen müssen. Ja, ich habe es zwar gereizt, aber willst du es dann wirklich haben? Ich habe es bekommen. Jetzt heißt es natürlich Daumen drücken. Der sechste Trumpf, er wäre so wichtig. Niemals war der sechste Trumpf so wichtig. Es liegt aber nicht der sechste Trumpf drin in Pik. Ich finde, Kreuz Ass und Lusche ist ja gar nicht so schlecht, aber reicht das für dieses Spiel? So, nun könnte ich die beiden Kreuz Luschen drücken zum Pik-Spiel. Aber mit 4-mal Karo an der Seite, 10 König, Dame 9, die Karo 10 kann ich eigentlich kaum nach Hause bekommen. Es sei denn, die Gegner öffnen jetzt mir Karo und Trumpf steht 3-3, was weiß ich. Sehr unwahrscheinlich. Ein etwas einfacherer Matchplan ist es vielleicht hier auf 4 Volle zu gehen oder auf 5 Volle. Karo 10 in Keller, Pik Ass 10 will ich natürlich nach Hause bekommen. Kreuz Ass auch, dann haben wir schon 4 Volle. Jetzt müsste ich noch irgendwie ein Herz volles stechen oder die Kreuz 10 rausschnibbeln. So könnte es funktionieren. Das ist hier meine Idee.
Aber gegen die Reizung und ohne Vieren, also ein gutes Gefühl habe ich da natürlich nicht. Bleibe in Hinterhand nach dem ersten Stich. Das deutet auch eher auf eine unschöne Trumpfkonstellation hin. Wenn Trumpf 3-3 steht, hätte ich eher erwartet, dass ich das Spieler 3 dann mit dem Buben übernimmt. Ich in Mittelhand sitze. Ja, und da kommt es schon. Kreuz, Dame 9. Die Karte wollte ich natürlich im zweiten Stich auf keinen Fall sehen, diese Farbe. Jetzt muss ich mich hier schon entscheiden. Wahrscheinlich ist natürlich Kreuz entweder zu dritt aufgeschlagen oder blank. Ja, ich bin jetzt hier untergeblieben, weil ich nicht glaube, dass Rausnehmen mich irgendwie zum Sieg bringen kann. Ich denke aber, falls Spieler 2 die 3 Kreuz hat, der weiß ja nicht, dass die Lusche gedrückt ist. Dann kommt jetzt vielleicht nicht Kreuz hinterher. Oder es kommt Kreuz hinterher. Es ist alles noch ein bisschen im Unklaren, auch für die Gegner. Ich hoffe hier, dass ich mit so einem Vortrag durchkomme. So, Karo Ass geht weiter, ist ja gar nicht so schlecht, aber es war natürlich auch irgendwo so ein bisschen im Trüben gefischt von Spieler 2. Spielt mir zwar die Karos hoch, aber jetzt ist natürlich mein Kreuz Ass Geschichte, das lässt sich hier schon ahnen. Und das wäre alles nicht so schlimm, wenn jetzt die Trümpfe noch auseinander ständen. Allerdings, wir sehen es hier schon, da ist mit dem Pik Buben gestochen worden. Bei der Reizung war dann nicht zu vermuten, dass da noch ein weiterer Junge sitzt. Wenn die Jungs jetzt auseinanderfallen, ist das Spiel gewonnen. So ist es chancenlos. Ah, ein teures Spiel, ein bitteres Spiel. Und dann guckt euch mal an, was Spieler 3 da in der Hand gehabt hat. Der hat drei Buben, Kreuz, Herz, Karo, Bube, Kreuz 10, König Lusch, hat aber sich auch nicht mehr getraut, hier noch 22 zu bieten. Das war mein persönliches Unglück. Er hätte natürlich mit Kreuz Ass Lusche riesig zum Grang gefunden. Ja, das sind dann manchmal so Nuancen, wo man auch merkt, da steckst du gar nicht drin. Das Spiel hat einfach auch so seine Glückskomponente. Wenn Spieler 3 hier das Spiel reizt, gewinnt er ein großes. So verliere ich ein teures Spiel. Minus 160. Das dürfte dann wohl das Ende des Traumes sein, hier dieses Turnier zu gewinnen, es sei denn, ich bekomme jetzt einen richtig guten Lauf. So, Herz mag ich jetzt nicht unbedingt hinterher spielen. Karo, recht, ja, da kann wenig passieren, wo ich aus der 10 zu dritt spiele, beziehungsweise kann ich wenig kaputt machen. Wenn das Spiel zu schlagen ist, dann vielleicht, falls mein Partner 4 Trumpf hat, nachdem Herz schon gestochen wurde, wäre dann schon ein Trumpfgleichstand zwischen Spieler 2 und dem Alleinspieler hergestellt. Deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal Herz bringen, ihn nicht nochmal was verstechen lassen. Ja, sieht aber nicht so aus, als ob es ein gefährdeter Fünftrümpfer wäre, sondern doch wohl der einen Trumpf mehr. Und das bedeutet natürlich, dass unsere Chancen und unser Ergebnis hier nichts geworden sind. Schneider sind wir geblieben. Fünftes Spiel, ich stehe im Minus und bekomme keine Karte, um mich da wieder aus dem Sumpf rauszuziehen. Das bringt natürlich gar nichts, mit so einem Blatt die beiden anderen, sage ich mal, zu provozieren, die auch noch beide selber ein Spiel in der Hand haben oder eins versuchen wollen. Da zeigt sich dann, Skat ist auch mal ein Geduldsspiel. Hier muss ich jetzt einfach abwarten und schauen, dass die Karte sich noch wieder dreht. Kreuz wird gespielt, das ist natürlich. Ja, eine gute Nachricht für mich. Für mich lässt sich das Spiel sicher ganz leicht gestalten und ich glaube auch nicht, dass das gewonnen wird. Trumpf steht auf jeden Fall komplett einseitig. Mein Partner kann hier mit der Trumpf 9 den ersten Stich rausnehmen. Na, und dann wird auch noch Pik 10 bedient. Das dürfte es. Ui, Pik Herz Ass. Da habe ich mich natürlich jetzt einen Moment erschrocken. Pik Lusche hätte ja auch mal gedrückt sein können, wenn der Alleinspieler dann noch sowas wie Herz 10 König Lusche hat, dann wäre das Herz Ass natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, aber auch das ist nicht der Fall. Ja, damit ist das Spiel dann wohl auf jeden Fall zu Grabe getragen. Herz wird auch noch bedient.
ja, was soll das dann für ein Spiel sein? Vielleicht sieben Trümpfe mit drei Luschen an der Seite an meinen Partner, der hat, ja, die hat die vier Trumpf und er hat sie mit drei Buben dagegen. Ja, gut, 27 wurde gereizt, also kann man nicht sagen, dass Spieler 2 nicht ihr Spiel sein Spiel ausgereizt hätte, ist aber eben nicht rangekommen und damit musste Spieler 3 jetzt die Konsequenzen tragen, beziehungsweise der hatte ja kein schlechtes Spiel. Sieben Trumpf mit beiden Trumpf vollen, aber gegen alle vier Trumpf war das Spiel nicht zu gewinnen. Ja, Mensch, was mache ich mir hier noch Gedanken um Spieler 3, was der für ein Pech hatte? Guckt mal meine Karten an, das ist doch zum. Da könnte ich fast, wenn ich nicht schon so lange Skat spielen würde, wenn ich nicht wüsste, dass genau das eigentlich das Salz in der Suppe des Skates ist. Ja, habe ich auch schon das ein oder andere Mal sicher erzählt. Beim Skat geht es an sich darum, wie schön man scheitern kann. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Du kannst Spiele mit Vieren verlieren, du kannst bei Spielen mit Vieren nicht rankommen, du kannst Spiele ohne Vier auf die Glocke kriegen, wenn das letzte Ass gestochen wird. Es gibt, du kannst einfach gar keine Karten kriegen, oder du hast schöne Karten, kommst aber nicht ran. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wie du beim Skat unter Wert bleiben kannst, unter deinen Möglichkeiten. Eine ist schöner als die andere, vor allen Dingen, wenn du dann so ein Grummelkopf bist. Und davon kenne ich auch genug. So, Spiel 7, jetzt aber. Drei Buben und ein Ass zu dritt. Mittelhand hat 18 geboten, das kann mich natürlich nicht stoppen. Auf jeden Fall sage ich 20. Ja, ich habe ganz viele Karten, die mir hier helfen, ein schönes Spiel zustande zu bekommen. Im ersten Moment wäre die Idee natürlich Kreuz, es könnte aber auch ein Gang werden, wenn noch Karo drin liegt. Ja, und zum Glück, Spieler 3 hat auch nur angereizt, er hat also auch nichts, ich komme für 20 dran. Und hepp! Ist das zu glauben? Seht ihr, was ich sehe? Herz 9 zur 8 und Pik 8 zur Dame, das ist natürlich Katastrophe, das ist Höchststrafe, das ist vor allen Dingen die einzige Farbkonstellation, in der ich kein vom Grundsatz her vernünftiges Spiel zustande bekomme. Na, hätte ich den sechsten Trumpf im Kreuz gefunden, hätte ich einen stabilen Sechstrümpfer mit Karo Ass zu dritt, finde ich ein Karo, kann ich im Zweifel einen Grang machen, finde ich zwei Herzen, habe ich ein Herz, finde ich zwei Pik, finde ich, spiele ich den Pik, aber nein, es ist genau eine und eine drin in meinen kurzen Farben. Damit bin ich jetzt im Jammertal angekommen, im Tal der Tränen. Karo kann ich nicht mehr spielen, der wäre aber auch nicht schön, also muss ich jetzt hier irgend so einen Fünftrümpfer rausrotzen. Ja, habe ich mich jetzt hier für den günstigsten entschieden, für den Herz und habe den Kreuz König im Blatt gehalten, falls da mal 21 fallen. Man könnte auch Kreuz spielen, man könnte auch Pik spielen, man kann ihn auch andersrum drücken, ist alles jetzt ein reines Zufallsprodukt. Dieses Spiel müsste jetzt einfach sehr glatt stehen, um gewonnen zu werden. Und das sieht schon mal nicht so aus, denn Karo kommt sicher nicht aus dem Zwilling raus, wieder mal entweder blank oder aus dem Drilling. Also die Karte wird wohl nicht super stehen in Karo. Ja. Mit dem König schnippeln kann ich mir schon nicht erlauben, falls Spieler 3 dann noch 10 und Dame hat, mit dem Pik Buben rankommt, dann muss ich wenigstens hier in den Tiefschnitt gehen mit der Lusche, dass ich noch mit Ass König gegen 10 Dame stehe und nur einen Abstich im Zweifel abgebe. So, natürlich dann von oben. So, Pik Bube links von mir, das ist ja schon mal gut, 15 Augen. Aber da wird Kreuz getroffen, da wird die Übergabe in Kreuz gefunden. Jetzt wäre es natürlich großartig gewesen, wenn ich Kreuz Lusche König gedrückt hätte. Ja, da ist es passiert. Abstich mit dem Herz König. Das heißt, der andere Volle steht noch bei Spieler 3. Trumpf steht 3 zu 3. Nur das nützt mir jetzt nichts, denn ja, so ist das Spiel natürlich platt. 50 liegen, Kreuz Assen ist noch draußen. Ja, da geht es noch hinterher. Kreuz. König Lusch gedrückt, dann habe ich vielleicht eine kleine Chance. Dann kann ich Kreuz Lusch 10 erstmal stechen. Trumpf von oben einmal König 10 abziehen und dann mit Pik raus. Und kann am Ende mir noch Karo 10 holen. Oder hier sogar, guck mal, Spieler 3 hat sogar beide Pik vollen oder einen von den Pik vollen. Also es hätte mit einer anderen Drückung wäre vielleicht ein ganz knapper Sieg möglich gewesen. So war es dann wohl endgültig der Genickschuss, denn wir spielen ja hier nur 24 Spiele, 7 davon sind um,
Ich habe, meine ich, jetzt zweimal gereizt. Zweimal frivol bis 20. Ja, das eine Mal war vielleicht wirklich frivol. Dieses Spiel hier eben musste ich reizen. Und ansonsten schaue ich auf das große Gemüse, wie ihr hier seht. Es wachsen links ein paar Kreuzen, rechts ein paar Karos, aber wenig Substanz, um damit beim Skat zu punkten. Tja. Die Spiele der Gegner sind häufig zugeschweißt, so wie dieses hier, ein Null-Ouvert ohne Knochen. Da gibt es nur das Abschenken. Und so läuft die Serie erstaunlich schnell an mir vorbei. So lässt es sich wohl sagen, anders kann ich es nicht beschreiben. Tja, da wächst dann natürlich langsam auch ein wenig der Frust. Dann werden die Ziele intern neu gesteckt, alles klar. Vielleicht lässt sich die Serie noch ein bisschen retten. Andererseits, wenn ich solche Fragen höre, wie willst du so ein Turnier bestreiten? Was hast du dir vorgenommen? Du kannst es ja nicht beantworten. Du kannst nur versuchen, möglichst deine Karte sauber zu spielen. Ansonsten bist du eben doch dieser Karte ausgeliefert. Und wenn da nichts ist, dann ist auch nichts zu holen. Ich denke so in der Nachbetrachtung in dieser Serie, ja, das war vielleicht einmal ein bisschen zu viel genommen, einmal ein wenig mehr abgebissen, als man dann schlucken kann. Das kommt vor. Letztendlich waren das dann aber vielleicht auch nur die Folgefehler aus dem etwas missraten oder etwas ja, verschlampten Auftritt in der dritten Serie. Da habe ich eben entscheidende Punkte liegen gelassen und die fehlen jetzt, so dass ich hier dann auch etwas mehr Risiko nehmen musste, um vorne anzuklopfen. Ja, abgeschmiert. So kann man sagen, abgeschmiert beim Skat. Immer bitter, wenn es nun gerade in der letzten Liste passiert. Aber das Turnier geht eben nun mal definiert bis 100, bis 120 Spiele in dem Fall. Das gilt für alle und ja, dann muss ich damit eben auch gut klarkommen. So, nun mach hin da diese leichten Karten. Da passiert nicht viel. Wieder ganz einfach gewonnen das Spiel. Oh, minus 210. Und die anderen laufen ganz gut. Spieler 3 läuft ganz gut. Spieler 2 bekommt auch nicht so viel ab. Jetzt ist es wieder soweit. Also ihr seht es, hier will einfach nichts gelingen. Es kommt keine Karte. Es kommt auch keine Gegenspielkarte. Es kommt gar nicht zu so besonders vielen spannenden oder interessanten Situationen hier. Nee. Nee, 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 das ist nichts, das wird heute auch nichts mehr, da kommt nichts, klar, hier könnte ich jetzt das Ding durchziehen, natürlich 0, 0 Ouvert, aber meine Güte, das sind mir dann auch wieder zu viele Baustellen, das ist dann vielleicht auch schon so eine Sache, wo ich sage, nee, ist auch nicht ganz fair jetzt so ein Spiel mit so vielen Lücken durchzureizen. Nein, dann warte ich jetzt einfach ab und spiele hier diese Liste in Ruhe zu Ende. Ich hoffe, ihr verzeiht mir aber, dass ich mich jetzt gleich ausklinke. Ich kriege ja hier wirklich auch beim Wiederdurchleben dieser Serie schlechte, nein, ich kriege gar nicht so schlechte Laune. Aber es ist schon kein ganz leichter Gang, sich so ein Elend anzuschauen. Da bist du am Tisch froh, wenn du das überstanden hast. Solche Serien gibt es ja. Und nun soll ich das Ganze hier noch in der ganzen Breite und Schönheit für euch wieder aufleben lassen. Ich tue es ja gerne.
aber dann doch nicht die 24 Spiele. Erspart mir das bitte. Wir können ja gleich nach diesem Auftritt, nach Spiel 12, wo ich noch kein gewonnenes Spiel habe, da können wir ja jetzt einmal ans Ende der Liste springen. Das machen wir jetzt mal. Okay, einen gucken wir uns noch an. Inzwischen stehe ich 3 zu 3, habe also wenigstens mal 3 gewonnene Spiele noch. Spieler 3 ist so weitergelaufen. Spieler 2 hat eben was versucht, Spiel 21 dann auch einen Rang verloren. Und jetzt kommt das letzte Spiel. Gut, das nehmen wir jetzt noch mal mit. Ist vielleicht für mich als Therapie ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss. Ich habe hier noch mal 3 Buben, ich habe noch mal einen Ass. Es erinnert fast an dieses sechste oder siebte Spiel, wo ich da auch dann nicht für den einfachen Karo rangekommen bin. Karte ist nicht ganz identisch, aber ein Stück weit ähnlich. Auch da war es so 20er Reizung. Ja, wenn ich jetzt wieder Herz, Lusche, Pik, Lusche finde, also dann weiß ich wirklich nicht, was hier mit dem Rechner passiert, aber nee, es ist nicht ganz so schlimm. Es liegt die Kreuz 10 zum Ass. Jetzt drücke ich die 8 Augen, 2 Könige und mach den Grang. Ich meine, das Schöne ist ja, ist die Karte erst ruiniert, dann reizt es sich ja ganz ungeniert. Ich habe jetzt natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Also beim Stand von 3 zu 3 habe ich nun diesen Rang zur Not auch noch, ja, ob ich den auch noch verliere. Da kräht dann kein Hahn mehr nach. Mit 3 Buben und dem Ass muss ich ihn, glaube ich, reizen. Und da sieht es doch nicht so schlecht aus. Auf Karo sind nur 11 Augen gefallen. Das heißt, die 10 fehlt zwar noch, es ist noch ein Karo-Stich draußen, aber der stand zumindest nicht komplett einseitig. Auf Herz bin ich meine Dame auch auf 11 Augen losgeworden, also 25 Augen. Da fliegt der Kreuzkönig, dann testen wir einmal den Kreuzstein. Kreuz steht sauber, alles klar. Das Spiel ist dann noch günstig zu Ende gelaufen. Damit habe ich hier, wenn man so will, den Tiebreak gewonnen, 4 zu 3. 62 Punkte. Gratulation an Spieler 3 vor allen Dingen, der ist ein bisschen noch nach vorne gerückt. Ja, ich bin noch dann am Ende auf dem 26. Platz, glaube ich, gelandet. Ah, auch 360 Euro, also auch ein kleines Taschengeld. Trotzdem muss ich natürlich zugeben, hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft.